Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Together. Rome 2, Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und Doc Proof, dem Anführer der Geten, der auch gerade passenderweise an der Reihe ist. Ich grüße dich ganz herzlich. Ich grüße dich auch, Günni, und hallo, Freunde der Spielkultur da draußen. Ja, wir sind auch in meinem Zug gerade drin, genau, hast du ja auch erwähnt schon. Na, ich fange mal einfach an. So, Forschung fertig. Dardas hat Ehre bekommen. Untertan erlangt Allbekanntheit. Plus 3 Gravitas die Runde. Mhm. Dann habe ich, ach so, das weiße Kitz. Euer General hat einen Rehkitz zum Haustier. Es ist schneeweiß und folgt ihm wie ein treuer Hund auf all seinen Wegen. Er behauptet, es sei ein Geschenk der Waldgötter. Essen, Essen, Essen. Ich kann es nur opfern oder es anbeten. Euren General zurechtweisen. Wir sind barbarisch, ne? Ich glaube, Barbaren würden so ein weißes Rehkitz, was einem immer folgt, anbeten. Ja, so ein weißes Rehkitz, weil das halt so ein Symbol von Tapferkeit und Kampfesmut ist, ne? Natürlich. Vor allem für Franzosen. Ich mach's einfach mal. Es kann ja nur was Schlechtes geben. Ja. Weiß ich ja eh erst nächste Runde Bescheid, ob's richtig oder falsch war. So, Knossos angetroffen, das habe ich ja dank dir wahrscheinlich. Der Lachs ruft, der Fischerhafen ist fertig. Mhm. Den Lachs reinhängen. Den Lachs einfach mal baumeln lassen. Genau. Dann haben wir auch schon 7 Nahrung. Dazu kommt auch noch, dass wir... Genau, nächste Runde haben wir hier dann auch Felder, anstatt den Umbau zu den... Ach, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen. Was hatte ich denn da vorher? Diese komische... Den Brunnen, genau. Der aber total sinnfrei ist, wenn man keine anderen Landwirtschaftssachen noch hat. Hier werden wir dann die Feste des Stammesführers bauen, für Ordnung. Ja, die hohen Steuern kann ich noch ein bisschen halten. 2-3 Runden geht noch. Ach, Pontus kämpft gegen Parthien. Krieg erklärt. Die legen sich auch mit der ganzen Welt an. Ja, die expandieren ganz schön. Aber ich sehe gerade, Parthien gibt's gar nicht mehr, oder? Doch, da. Doch. Ach, da müssen die aber ein ganz Stück laufen für. Da glaube ich nicht, dass da viel passiert erstmal. Ja, das ist halt auch durch den Patch gekommen, ne? Die sind halt, manche Völker sind stärker expansionsorientiert als andere. Aber ist ja ganz cool so. Ja, finde ich auch gut. Die einen stehen halt die ganze Zeit gerne in ihrem Reich rum, wie Ex-Beefy. Ja, oder hier, ne? Ah, ja. Und andere knallen halt richtig was raus. Sklavenmarkt, das braucht doch kein Mensch. Ach, Brunnen hatte ich gesucht, das Wort. Da kann ich meine Forschung verbessern. Und die kulturelle Konvertierung. Handel macht jetzt auch keinen Sinn. Ach komm, doch, wir bleiben im Wirtschaftszweig mal gerade. Versuche ich grundlegend hier die Forschung nochmal zu verbessern, aber 7 Runden sind natürlich schon eine Zeit. Schöner Strich. Schöner zweiter Strich. Ja, ich stecke nur so ein bisschen die Welt ab, wie wir sie unter uns aufteilen können. Ja, super. So, Diplomatie, dann werde ich das erstmal mit Knossos Frieden schließen und handeln. Seid willkommen. Ich werde euch gerecht antworten. Ah ne, sie wollen nicht mal nichts Angriffspakt mit mir. Zwei Säulen errichten. Warum auch?
Ich höre euch zu, wenn ihr aufrichtig sprecht. Die Wahrheit ist eure schärfste Waffe. Aber geil, wie ich mit den Chimären nicht mal handeln kann, die genau neben mir sitzen. Ja, ja, das ist irgendwie auch ein bisschen weird. Also, ich weiß ja auch nicht genau. Ich glaube, man hat... Das hängt doch irgendwie von den Ressourcen ab, die du zu bieten hast und so. Ich glaube, je mehr Ressourcen du hast, desto wahrscheinlicher ist es, dass... Nee, also, das hat damit zu tun, der Handel müsste über die Hauptstadt erfolgen und da habe ich keine Verbindung, eine direkte zu denen. Weil da ist ja... Ah, okay. Nee, ist doch eine direkte Verbindung möglich. Naja. Ist auch egal. In meiner Hauptstadt ist doch eh nichts drin. Jedenfalls nichts Sinnvolles. Außer ein paar Magazinen und Ich habe da eine Pferdefarm und einen Rüstungsschmied. Das war's. So, ich habe auch was gekriegt. Die Pferde von jenseits der See, ein Händler im fernen Land, ist an unseren Ufern angekommen. Er behauptet, er habe die Welt Pferde zu verkaufen. Das ist Quatsch, denn wir haben die Welt besten Pferde. Das hört sich auf jeden Fall barbarisch an. Bitte? Das hört sich auf jeden Fall schon barbarisch an. Ja, wir haben auf jeden Fall die besten Pferde. Der muss lügen. Also solch schöne Tiere gehören nicht in die Landwirtschaft, sondern zu unseren besten Kriegern oder sie züchten. Eine Mischung unserer diesen beeindruckenden Hengst würde zu besseren Pferden in unsere Stellen führen. Das wäre ganz gut. Gestattet dem Mann, sich mit örtlichen Kaufleuten zu treffen. Das wird weitere Händler zu uns bringen. Finde ich auch okay. Und nichts unternehmen. Wollen wir handeln oder züchten? In den Kopf abschlagen und die Pferde einfach nehmen. In handeln. Genau. Wir bringen ihn um und behalten die Tiere. Ohne Witz, ey, wenn ich so in der Zeit in einer königlichen Position gewesen wäre, hätte, glaube ich, alles getötet, was mir zuwidergehandelt hätte. Weil wenn du Leute einsperrst, gibt es auch nur andere Leute, die angepisst sind. Aber wenn du wirklich jeden Gegner tötest, dann hast du auch irgendwann keine Gegner mehr. Und keiner kann erzählen, wie scheiße du bist. Ja, ja, genau. Ja, also das wäre gar nicht mal so unplausibel. So unplausibel. Alles töten gehört halt dazu. Ja. Jesus Maria. Einfach so viele Einheiten. Ich habe übrigens auch eine neue Webcam gekauft. Oh. Wo wir letztes Mal über neue Grafikkarte gesprochen haben. Jetzt denken alle, der Proof, der Reiche. Der Proof, der hält die Welt nicht mehr aus. Nee. Der hat zu viel von allem. Zu viel YouTube-Money. Genau. Ist halt direkte Reinvestition. Meine Alte hat schlecht den Greenscreen gekeyframed oder irgendwie so. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Und weil die auch so gepixelt haben, ich dachte immer, weil die anderen haben da auch die Logitech. Schieß mich tot. Und dann ist mir das aufgefallen, dass schon es gibt eine neue. Auch, ja. Die 10920, ne? Nee, wenn du die 10920 ist, glaube ich, dann ist das die neueste, die zur Zeit gibt. Genau. Die habe ich jetzt auch. Ah ja. Weil die wirklich überall super Bewertung und macht ja echt ein geiles Bild, muss man ja sagen. Ich hatte nämlich den Vorgänger davon. Ja. Damit geht's auch einen Tick besser. Oh. Werde ich mich an den Krieg beteiligen? Bitte. Ich muss sogar. Du möchtest bitte. Ich kann nicht ablehnen. Du hast zu müde.
weil ich heute auch mal nach einem neuen Greenscreen geguckt habe. Ist mir mal aufgefallen, da ich meine Scheinwerfer falsch aufgebaut habe, weil ich dann mir mal ein Vorschaubild angeguckt habe von so Studio-Equipment. Oh, krass. Und ich habe hab mich immer gefragt, warum überblendet das denn so? Ja, weil ich die falsch rum aufgebaut habe. Okay. What the hell? Ich hab die doch in den... Ah, ist auch egal. Das ist alles bescheuert. Sei nicht traurig, Tony. Ob die mich jetzt angreifen? Ich verzichte nämlich jetzt gerade auf eine komplette... Komplette Armee? Sie greifen nicht an. Ich muss mir übrigens mal entschuldigen, dass der Günni manchmal abgehackt ist, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber... Ja, es leckt gerade. Ja, und ey, ohne Scheiß, was ist denn jetzt gerade hier los? Warum zieht er sich nur ein halbes Fältchen zurück? Ich habe noch volle Bewegungspunkte gehabt. Das ist doch asozial ohne Ende. Da muss ich sagen, das sieht schlecht ultra aus. Ultra asozial. Das ist ultra asozial. Vor allem, warum ist er denn schon wieder so fit mit seiner Truppe? Obwohl er ist ja viel vom die anderen... andere Fullstack, da hatte er zwei. Ich habe vergessen, ich muss auch dazu sagen, das war auch so ein bisschen mein Fehler. Ich hätte ihn da eher erwischen können. Guck mal hier, die gebe ich dir nochmal. Berittene Speerkämpfer! Die gut. Krieger wollen Blut! Wir hungern nach Blut und Kampf! Wir starten, glaube ich, durch. Entschuldigung. Nix passiert. Ja, du hast mich, übrigens, irgendwie sind meine Reiter noch bei dir in der Formation mit drin. Und deshalb kann ich... Guck mal. Ja, jetzt sind sie raus. Dürfte eigentlich nicht mehr sein. Weil ich konnte gerade deine ganze Armee bewegen. Ja, das war ein bisschen merkwürdig. Habe ich dann auch gesehen, ja. Komische Sache. Also ich sag dir mal ganz kurz, meine Taktik ist, ich werde versuchen, mit den Plänklern seine Infanterie zu attackieren. Hier? Ja, ne? Ja. Die versuche ich... Was na, du nur halt leider irgendwie bekommen solltest, was wichtig wäre zu killen, wäre diese leichte Söldnerkavallerie, die kannst du vielleicht mit der thrakischen Plänkelkavallerie ganz gut bekommen. Und ich werde dann versuchen, mit meiner Infanterie seine Infanterie nochmal abzulenken. Und hier die vier Plänkler, das wäre halt super, wenn du die bekommen könntest. Ja. Er muss irgendwo noch versteckte Truppen haben. Ich sehe zum Beispiel jetzt auch gerade keinen General. Der muss noch irgendwo da rumgammeln. Kann das nicht sein, dass sogar wirklich diese freie Heerbanner der General sind? Aber das ist ja Blödsinn, ne? Das wäre echt Blödsinn. Der General ist nicht mitgekommen einfach. Ich schieb mal deine Truppen einfach ein bisschen rum. Ja, das ist schon okay. Ja, es leckt gerade ein bisschen. Ja, guck, dass du mit der Kavallerie ungefähr auf der Höhe bleibst, dass er da nicht mit den Peltasten an dich rankommt, ne? Ja, die Peltasten sind ja eh noch... Peltasten? Der hat doch nur keltische Steinschleuder, wenn ich das richtig sehe. Sind es nur Steinschleuderer? Okay, gut. Proof, der Charge. Ja, ich hab's, war nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Ja, es leckt gerade wirklich ein bisschen. Jo.
Thrakische Kavallerie! Na komm, schick sie weg. So. Und Achtung, der kommt da mit der Infanterie. Jetzt musst du mir, jetzt musst du mir aushelfen. Ja, ja, ich bin jetzt gerade hier so auf einem halben Weg außenrum. Wenn es jetzt gleich weitergeht. Vielleicht lag ich auch. Ich weiß nicht, mein Router ist manchmal ein bisschen merkwürdig. Die Männer wanken. So, ich versuche jetzt mal die Plänkler zu ärgern. Keine Ahnung, warum der meine ganze Infanterie so einfach abfängt. Aber, oh, Alter. Ich kann meine Einheiten kaum noch auswählen. Was soll denn das? Braucht er jetzt ganz, ganz dringend Hilfe. Ich brauche ein Wunder. Wunder ist aus. Dauert ein bisschen länger. Anderes Problem. Elendige Speerkrieger, die mir in den Nacken laufen. Die mag ich gerade auch nicht. Ja, aber ich werde das... Nee, ich werde die Armee hier auch verlieren. Da habe ich keine Chance. Fürchte ich. Unser General wird angegriffen. Ja, wobei ich kann es mit dem Gen nochmal versuchen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Berittene Speerkämpfer! So, was haben wir da? Axtkrieger einmal. Oh, ich habe ihn dreimal gehämmert, ich kann's nicht mehr schaffe ich eh nicht. Schade. Ne, die Armee ist futsch. Die ist ziemlicher Toast. Nein, was macht ihr denn da? Oh Gott, ey, ich krieg die Krätze, ey. Also du musst mit der Kav in Nahkampf irgendwie gehen, ne? Ich brauche hier Kavallerie-Strikes in den Rücken. Ich habe nichts davon, wenn die da nur rumplänkelt. Hier, da muss sie rein. In den Rücken eigentlich, aber okay. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Die rollen sich ja so halb noch um den rum. Ja. Ah, so eine Drecksscheiße, ey, ohne Witz. Gönn ihn bester Laune. Ah, nee, hätte ich mal dran gedacht. Ich hatte noch 700 Kröten, es hätte ja gelangt, um ihn zu vergiften. Aber, ja. Jetzt ist es so gekommen. Ja. Wenn, dann klappt alles nicht mehr. Man leckt ein wenig und... Aber... Also man hat Latency-Probleme. Und dann kommt das auch noch dazu. Aber deine Armee ist nicht vernichtet. Er wird dich einfach nochmal angreifen. Doch. Ach, jetzt. Doch, doch. Ich sehe es positiv. Ich spare dadurch eine Menge Geld. Ja, das auf jeden Fall. Athene gibt uns Weisheit. Ey, Knossos will mit mir Frieden schließen. Zahlt mir dafür 100. Wenn ihr es wagt. Super. Ah, nee, ich soll dem 100 zahlen dafür. Das ist ja totaler Blödsinn. Ja, das ist mal, fair, würde ich sagen. Da drehen wir mal eben um. Ich biete euch Frieden an, wie ich einem Ertrinkenden ein Seil zuwerfen würde. Nun klettert ihr. Nö, die wollen nicht. Die wollen kein Geld zahlen, dann gibt's auch keinen Frieden für die. Wow. Was für ein krankes motherfucking Manöver. Heftig. Der hat seine Armee, und das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, ich habe diese Stadt belagert, und er hat es irgendwie geschafft, seine Armee, also das ist auf jeden Fall nicht mit rechten Dingen zugegangen, glaube ich. Er hat es geschafft, seine Armee aus der Stadt rauszuziehen, einzuschiffen, aus dem Hafen rauszusegeln und dann an Land zu gehen,
und jetzt meine Armee anzugreifen, während sie belagert. Naja. Hinterrücks. Ja, sieht doch noch Spaß aus. Jo. Also noch schöne Belagerungsmaschinen. You know. Ein Traum. Und ich krieg noch ein paar, noch ein paar Zusatzeinheiten, die noch irgendwie kommen werden. Na, du hast eine Flotte okay, noch, ne? Es wird tatsächlich ein kombiniertes Land-Seegefecht. Schauen wir mal. Nur, dass der Gegner, glaube ich, gar keine Seeeinheiten dabei hatte. Ja, aber ich. Weil der mich angreift, kommen die, glaube ich, dazu. Ich nehme mal die Einheiten hier ausnahmsweise ganz diktatorisch unter meine eigene Kontrolle. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Günni will es jetzt zeigen. Ja, ich gebe dir hier die, ich gebe dir die Schiffe. Ach, da kommt doch noch mit ein paar Schiffen da oben. Ich würde... ja. Interessant. Also ich würde aber fast... Lass mich mal gerade gucken, was ist das denn? Überfall, Hemiola, Speerträger, Angriffsdiäre, Peltasten, Angriffsdiäre, Peltasten. Ich würde dir vorschlagen, dass du mit den Schiffen irgendwie hier an Land gehst oder so. Ja, dann gehe ich da an Land. Weil die Infanterie, die hilft mir da auf jeden Fall mehr. Dann schicke ich dir einfach los an Land. Ja. Gib mal gerade Vollgas. So, rudert mal bitte schnell hier. Ah, wir brauchen ein bisschen Zaubertrank, dann geht's auch schneller. Unser General wird angegriffen! Nur ganz kurz. Also lustigerweise lässt er seine Ballisten irgendwie da stehen. Ja, und zieht seine Armee auf den Berg hoch. Das ist so für mich ein ordentlicher Vorteil. Ein lustiger Gesell. Hm. Naja, hoffentlich ist gleich noch jemand an Land, wenn ich hier komme. Hau ruck, ja, Leute. Schauen wir mal. Moment mal, wo ist sein... Ja klar, natürlich hat er seinen Gender jetzt irgendwie durchgewurschtelt. Och komm,
nutzt mich. Das ist doch so gemein. Es ist doch so gemein. Und ich habe gerade Lags. Das ist doch blöd. Ja. Und ich bin irgendwann mal an der Küste. Ich muss mal hier ein paar Befehle geben. Es laggt einfach ein bisschen zu krass. Gleich erreicht die Armee von hinten, ne? Oh shit. Ich wollte es nur mal erwähnen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Das wäre mir ja beinahe entgangen. Ja, da muss ich mir das mal gerade angucken. Okay, also irgendwie kann ich ihn hier nicht im Nahkampf festhalten. Ein bisschen umdenken. Ah, der Plänklermodus ist mir zum Verhängnis geworden. Ah, das ist ja so typisch. Ui, da kommt aber ganz schön viel. So, jetzt legen aber die Schiffe das erste Mal an. Da muss ich ja nur noch 20 Kilometer übers Feld laufen. Mhm. Von den Schiffen! Geld von Bord! Tragische Krieger! Richtig, aber rennt ihr Verfluchten! Abschiebe bereit! Was jetzt hier hin? Tragische Krieger! Bewegung! Hier. Wir hungern nach Blut und Kampf! Herr Odin! Thrakische Krieger! Ausdrücken! So, ich hoffe, ich habe da noch den Charge gekriegt. Na komm, na komm, na komm. Los! Bewegt euch! Kampfschiffe bereit! Bruder, bereit! Thrakische Krieger! Riga! Bewegt euch! Vorwärts! Lauft, ihr Narren! Schiffe bereit! Geht von Bord! Geht, ihr Narren! Mir nach! Kampfschiffe bereit zum Angriff! Thrakischer Krieger! Ich muss mal gerade pausieren. Da passiert mir gerade ein bisschen zu viel. So, du musst hier hin. Genau, dann jag du halt mal die Pelltasten. Die sind gar nicht mal so mega wichtig. Wichtig wäre, dass wir hier irgendwie zu Rande kommen. Ich da hinten das Geplänkel da aufreiben kann. Du wirst gerade aus irgendeinem Grund dezimiert. Ich weiß auch nicht warum. Da an. Lauft, lauft, lauft! Die Kämpfer sind bereit! Das soll Rennen sein? Ach so, die verstecken sich im Busch, die Gurken. Tatische Krieger! Dann verändern die ja ihre Haltung. Steinschleuderer! Bereit! Einheitensteuerung hasst mich. Kämpfer bereit! Mit Geschoss
Massen bewaffnete Krieger. Kampfbereit und willig! Sag mal, was ist das denn hier wieder für ein Mist, diese Schrottscheiß-Plänkler, Steinschleuderer und was weiß ich, die hier im Nahkampf kämpfen wie die Löwen und hier meine Kavallerie aufhalten. Das ist doch nicht wahr. Knossos, plus 200% Rüstungsbonus auf Steinschleuderer. Genau, ja, das sind deren Spezialeinheiten vermutlich. Ja, die finden halt noch die spitzesten Steine in der Wüste. Kauft Steine, frische Steine. Steine gibt's oben auf dem Hügel genug, aber nicht so schöne wie diese hier. Schauen Sie mal. Ja. Ach, vergiss es, ey. Die sind ja eh nicht zu kriegen. Die Männer wanken. Pardische Krieger! Befehle! Bewegt euch! Rückt aus, Krieger! Wir Hunger nach Blut und Kämpfe sind Thrakische Krieger! Sind Angriff! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! Krieger bereit! Die Unterstützung kommt über den Hügel! Yeah! Kann ich auch gerade so ein bisschen gebrauchen, der schießt mich nicht echt so ein bisschen zusammen. Das ist ein schändlicher Anblick. Der Gen von dem, der ist auch lustig. Der hält hier auch alles aus. Oh, ich hasse dieses Geklick-Spammer. Der Profi ist das. Das macht er gut. So, können wir jetzt bitte mal diese eine Einheit Hopliten, die ich schon seit 5 Minuten sandwiche, können wir die jetzt bitte mal endlich entsorgen? Das wäre mir ein inniges Bedürfnis. Genau, bleiben wir mal stehen. Schieß doch ruhig nochmal auf mich. Ja, die Pell-Tasten, die rennen halt auch wieder permanent weg. So, von denen ist die Moral so gut wie gebrochen. Zum Kampf bereit! Praktische Krieger! Bereit! Zum Kampf bereit! Ah, jetzt ist die Moral eh schon weg. Mit Geschossen bewaffnete Krieger! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher. Das ist, er hat mir echt wirklich meine komplette Kavallerie. Ich hab's nicht gebacken bekommen, die zu schützen, ne? Das ist, glaube ich, die letzte Einheit von ihm, die noch steht. Diese Peltasten-Einheit. Bezeichnenderweise übrigens. Ja, ich versuche gerade so zu kommen, dass er mir nicht abhauen kann, indem ich von zwei Seiten angreife. Aber wahrscheinlich kriegen die... Ah, nee, doch. Gut. Hast du es? Ja, ich hab ihn. Ich Weil sonst rennen die ja wieder quer übers Feld. Genau. Aber das war's dann auch mit denen. Naja, also das war echt eine schwere Geburt.
Aber auch die schwerste Geburt findet ein Ende. Ja. Wäre es lieber gewesen, wenn ich nicht so viele Pferde hätte abnabeln müssen? Ich habe einfach 2 Einheiten Kavallerie verloren. Wobei, die haben halt auch sau viele Kills gemacht. Ja, ja, und halt die einfach diese schrottbilligen Pop-Obliv gesaugt haben. Es ist. Boah, die haben echt sau lange durchgehalten. Durch die Lexium TS heißt es anders, wenn du zensiert wirst beim Sprechen. Okay. Diese Hobli in. Das ist doch so! Das ist doch so! Oh, der General und seine Männer freuten sich darüber, dass ihr bereit wart, ihr geliebtes Maskottchen zu ehren, und die Götter freuten sich über die Wertschätzung ihres Geschenks. 10 Gravitas bekommen. Also war es richtige, einfach irgendwelche Tiere, die wegen Nahrung einem General hinterherlaufen, anzubeten. Ja, sind aber am Ende unserer Zeit auch schon wieder, sogar leicht überzogen. Genau. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Together mit den Geten. Und mit dem Nie. Mit den Udriesen. Und den Fails und den Wins und den Losses. Und haben wir hier Pythner, schön wäre es auf jeden Fall. Mich wahnsinnig freuen. Garnison ist zumindest. Ja, wir packen das. Doch, wir packen das. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Pax vobiscum valete.